Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Mehrspielerrunde bei Strategic Command War in Europe als Achse. Und wir spielen gegen die Woodmen. Das kann heiter werden. Die meisten Zuschauer, die schon länger dabei sind, werden es wissen. Gegen die Woodmen gab es schon einige Partien. Sein Kanal ist ja quasi auch aus einer Partie heraus entstanden, damals noch im 1942-Szenario. Und ja, das waren meistens spannende Sachen, um es so zu sagen, in Teilen für einen als Spieler als anstrengend, weil man darf gegen Dude man wirklich nicht viele Fehler machen. Sonst geht das halt ganz schnell schief. Und insgesamt aus mehreren MP-Duellen, rein nach der Siegniederlagenstatistik sieht es für ihn gerade besser aus. Also irgendwas, hoffe ich mal, können wir heute oder in die nächste Zeit eher gesagt daran ändern. Und noch ein kleiner Einschub, die Regeln, das sind im Wesentlichen auch die, als ich die Alliierten gespielt hatte, jetzt nochmal kurz die wichtigsten Sachen. Also einmal der Südamerika-Hafen der Briten hier darf nicht blockiert werden, weil es doch ein bisschen merkwürdig ist, ansonsten wie leicht man sozusagen alle Importe aus Südamerika blocken kann, weil das dürfte nur ein Fünferhafen sein. Muss man sich also nur ganz kurz mit zwei Schiffen daneben stellen und dann wäre der schon weg. Außerdem Liverpool, der Hafen, darf auch nicht angegriffen werden. Hängt auch damit zusammen, dass es einfach merkwürdig wäre, dass nur wenn man den Hafen von Liverpool ausschaltet, einfach die ganzen Konvoirouten nicht mehr ankommen. Die haben halt spielmechanisch Liverpool als Zielhafen, aber rein von der Logik her gibt es ja in Großbritannien genügend Häfen, die hier auch so einiges mit aufnehmen könnten. Dann noch eine wichtige Sache, das Passivscouten. Ich glaube, dazu muss ich Frankreich kurz mal den Krieg erklären, um es zu demonstrieren. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man mit Flugzeugen aufklärt, ohne einen Luftkampf zu provozieren. Wenn ich mit dem jetzt einfach mal hier an die Grenze fliege, haben wir hier Sichtweite gewonnen. Das ist jetzt kein Langstreckenflugzeug. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Befestigung reinwirken, aber von der Theorie kann man, wenn man das ein bisschen geforscht hat und vernünftig einsetzt, schon sehr weit ins feindliche Land reingucken, ohne eben einen Luftkampf zu provozieren und das Flugzeug dann einfach wieder in Sicherheit zu bringen. Und das ist in dem Sinne auch verboten. Es gibt natürlich manchmal Situationen, wo man einfach die Reichweite braucht für manche Sachen und nah an der Grenze bleiben muss mit dem Flieger. Aber das ist eine Sache, das gezielte Aufklären so, das soll nicht gemacht werden. Sonst noch Sachen, die finde ich eigentlich auch klar sein sollten und die wirklich nur der Komplettheit halber mit drin sind. Diese Felder hier, die Transitfelder, man darf sie umstellen, aber sie nicht blockieren. Und ansonsten keine Diplomatie auf Großmächte und hier und da zum Beispiel Jugoslawien und Bulgarien, um da die Spielsysteme nicht durcheinander zu bringen. Sowjetunion erst ab 1941 angreifen, weil sonst das Event mit dem ersten schweren Winterende 41, das funktioniert sonst irgendwie nicht so richtig. Habe ich noch nie praktisch gesehen, soll aber so sein. Und ich glaube, das sind die wesentlichsten Sachen. Also man muss dazu sagen, wir haben auch wirklich nur aus Foren zum Teil damals einfach ein paar Sachen übernommen. Ein Großteil davon würden wir sowieso nicht machen. Wichtigste ist eigentlich der Hafen da unten, Liverpool und ja, kein Passiv-Scouten. Ich finde, der Rest ist eigentlich klar oder würden wir eigentlich eh nicht machen. So, wir haben natürlich Polen wie immer. Also ich habe bisher ein paar grobe Gedanken, vor allem so für den Anfang des Spiels, wie es bis Frankreich laufen soll, aber das können wir noch anpassen. Also die erste Idee ist für mich persönlich jetzt nicht so Neues, die Flotte wieder rauszujagen in Zug 1 und zu hoffen, dass sie nicht zusammengeschossen wird direkt. Also falls irgendwie die entdeckt, wird es unschön. Aber wenn sie durchkommt, ist es schön, um dann recht früh eine größere Flottenoperation in Halifax zu starten. Man hat ja diese beiden Schiffe hier am Anfang in der Nähe oder ein U-Boot und ein Schiff. Aber wenn man einfach fast alles an Hochseeflotte darüber bringt und dann den Hafen einfach mal umso länger versucht, blockiert zu halten. In der Hoffnung, dass das auch so einiges an alliierten Schiffen rauszieht, die dann im etwas späteren Verlauf nicht im Mittelmeer sind. Wo ich gerade lose dann eine weitere Marineoperation damit den italienischen Schiffe plane, aber das ja ist alles noch auf Planungsstatus. Wie sich jetzt zuerst Polen oder den Rest? Ach, sonst machen wir mal zuerst den Rest.
Also ihr nähert euch Halifax schon mal an, aber vorsichtig erstmal und ohne zu kreuzen, dass ihr schön viel Versorgung habt. So, dann müssen wir mal bei den anderen Schiffen sehen, wie ihr effektiv durchkommt. Die müssen vielleicht zumindest das erste Mal kreuzen. Überlegen auch hier U-Boote durchzujagen. Und er wird sich an der Küste sehen. Dann vielleicht Schiffe hierhin schicken, sodass andere Schiffe hier oben geschützter sind. Oder es bringt ihn auf die Idee, dass ich die Flotte wieder rausjage und erst deswegen schaut er dann auch hier oben nach, ob da jemand ist. Ich würde sagen, wir bringen dich hier runter. U-Boot, können wir direkt in Runde 1? In Großbritannien und Frankreich sind sie ja noch nicht im Krieg. Die werden erst Ende der Runde in den Krieg gehen. Zählt das dann schon hier, um die Routen zu überfallen oder nicht? Och, machen wir einfach mal einen Feldtest. Stellst dich dahin. So, die restlichen Schiffe. Und jetzt bitte fernhalten von der britischen Küste. Sagen, ihr heizt erstmal hier rauf. Das ist gerade ein, okay, ein schwerer Kreuzer, der kann eher nach hinten. Wie gesagt, Halifax ist das Ziel. Aber um erstmal ein bisschen rauszukommen, aber mit ein wenig Distanz zu den Briten. Jetzt deswegen hier erstmal gekreuzt an die Küste Norwegens. Dann eben hier nördlich rum und dann darunter. Oh, das U-Boot. Ja, du, der ist ja schon ein Stück draußen. Da kann ja vielleicht normales Tempo fahren. Dann mal sehen. Wird schon schief gehen. Die an der französischen Grenze können sich hier auch schon mal platzieren. Können ja noch nicht angreifen. Frankreich ist ja noch nicht im Krieg. Gegen Medeberg hat das ja ganz gut geklappt, hier ein bisschen Erfahrung mitzunehmen und Schaden auszuteilen und so. Ganz faszinierend. Auch als noch kein Haku da war und so. Aber wenn man Frankreich jetzt einfach so den Krieg erklärt, ich habe es eben getestet, kriegt die Sowjetunion 4% Mobilisierung geschenkt und das muss ja nun nicht sein. So, Italien, da muss sich eigentlich niemand groß bewegen. Na, ihr könnt natürlich das U-Boot ein bisschen hier und lassen, ob die Franzosen irgendwie was machen. Hallo, liebes französische U-Boot. Aber noch ist das nicht so relevant. Dann noch gleich, was wir mit den Punkten anstellen. Aber dann fangen wir erstmal hier an. Ja, ich habe mal ein Tutorial auch über das Ganze hier gemacht. Nur trotzdem lieber jedes Mal nochmal neu vorbeischauen. Also wir müssen diese Reiter loswerden, weil die sonst sehr nerven. Hier in den Schatten stand auch noch irgendwo einer. Sonst ist auch erstmal einer der klassischen Züge, den man macht, die Armee hier runterbringen und damit diese Armee angreifen. Der Punkt bei Polen ist halt, hängt sehr stark dann doch davon ab, wie hier die einzelnen Kämpfe ausgehen, was man machen kann, was man nicht so machen kann. Zwei Runden ist gut, drei in Ordnung, ab vier, naja. Der zum Beispiel hat jetzt ziemlich unterdurchschnittlich gekämpft. Wäre überdurchschnittlich, wäre die Kontrollzone von der Armee weg gewesen. Jetzt ist die Frage, ob sich das schon lohnt, hier noch rumzugehen. Schauen wir mal, wie ihr hier anfangt. Ja, dafür mit einem überdurchschnittlichen Ergebnis. Wie gesagt, es geht immer alles ein bisschen hin und her. Hier irgendwo war noch der Reiter. Das ist dann auch, wen man wann angreift. Also den Reiter könnten wir theoretisch auch einfach einkesseln. Wenn wir das hier einnehmen und dicht machen, können wir uns die Angriffe auf den sparen und im Zweifel hier mit den Einheiten, die noch anders setzen. Könnte es zum Beispiel auch hier hingehen. Da war der nicht. Hier irgendwo ist halt noch einer. Kann sein, dass du kannst mir aufklären, aber du musst aufpassen. Nee, kannst du nicht, weil in Posen steht eine Armee. Außer du gehst hier hin. Okay. Da ist er. So, dann könntest du zum Beispiel dahin gehen.
Und dann in die Stadt rein. Schlag verpassen und dann die Stadt einnehmen. Passt, unser Panzer könnte problemlos schon mal hier vorne hinfahren. Was auch wichtig ist, weil die Panzer müssen weit nach vorne. Dann in die Nähe von Warschau kommen. Ich meine, dann könnten wir die hier auch gekesselt stehen lassen. Versorgung, das HQ bleibt vielleicht mehr in Sicherheit stehen da hinten, aber könnten dann mit dem HQ auch hier ein bisschen reinrücken. Dann würden die hier vorne auch versorgt sein. Ich glaube, hier stand keiner. Oder wir rücken hier noch mit den Einheiten vor und der Panzer macht eine Gewaltfahrt, was auf jeden Fall nah an Warschau dran ist. So, und der hatte ja noch zwar einen 13-0-Angriff, aber ich zögere ein bisschen, den auszuführen. Weil am Ende zieht sich der Gegner neben Danzig zurück und kann sich doch noch einmal in die Stadt retten oder solche Scherze. Muss jetzt auch nicht sein. Noch dein Angriff, aber du bist halt der, der auch da schön runterrennen könnte. Naja, du könntest auch den Ort da besetzen. Bisschen ein Problem, dass die Mordlin-Armee noch so stark ist. Weil der Angriff nicht so ganz funktioniert hat. Wenn du den Ort besetzt und der andere den Ort und wir den Panzer mit einer Gewaltfahrt hier schon mal heranholen. Ansonsten kämen wir ja nur bis hierhin. Könnte er vielleicht bis da unten irgendwo ran. Oder wir schauen erstmal noch, wie die anderen Angriffe ausfallen. Also du wirst auch diese Armee attackieren. Nebenbei, wie es hier ist gar nicht unterstellt, den könnten wir aber gebrauchen. Mehr vielleicht als das Korps ohne Infanteriewaffen. Die Armee da. Wie stellt die Armee da nicht an? Na gut, du haust mal auf den. War ganz okay, der zieht sich zurück. Frage, wer macht den Reiter fertig? Das muss im Endeffekt nach Lot schreien. Wenn wir dem. Na gut, wir haben nicht so viele Angriffe mehr. Ich würde sagen, du haust wenigstens mindestens einmal auf den drauf. Zieht sich in die Stadt zurück. Insofern unpraktisch, weil der Panzer hat da dann, glaube ich, schlechtere Werte auf den. Wegen in Stadt und sowas. Und man muss kurz aufpassen, hier stand noch eine Armee. Zwei unter Warschau. Glaub, da können wir hin. Hier unser 2:0. Ist wahrscheinlich, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Chor zur Unterstützung, um den Reiter da loszuwerden. Den zu 0, sehr schön. Den vernichten, das könnten wir alles einnehmen. Eben sehen, Posen wird auf eine 3 fallen. 3, 2, 1, 0. Das heißt, die Armee wäre hier unterversorgt. Wieder meine Befürchtung, wenn wir den angreifen und vielleicht nicht vernichten, dass er sich auch irgendwie in versorgtes Gebiet zurückzieht. Oder auf jeden Fall mehr als null versorgt. Gebiet muss hier noch nicht sein. Wobei wir können auch hier noch ein bisschen dazwischen laufen mit dem Chor. Sonst nebenbei dem Reiter da noch einen Treffer verpassen könnte. Überlegen, brauchen wir das Jagdflugzeug? Wenn wir hier einmal den gegnerischen Jäger triggern, der, ich glaube, der ist auf Fliegen eingestellt. Und der hier ist hier unterstellt auch. Da muss unser zweiter Jäger gar nicht unterstellt sein, der andere hat das dann schon geklärt. So würde ich sagen, gehst hier in Posen, kriegen wir wohl so jetzt auch nicht mehr belagert. Ist ja auch nicht schlimm, ihr müsst nur sehen, dass das abgeschnitten ist hier, so weit wie möglich. Ja, das stimmt, wir müssen natürlich noch jeden Fall die Grenze hier dichter machen.
der Ort auch wirklich abgeschnitten ist. Weil die Orte könnten wir ja auch noch alle einnehmen. Okay, das heißt, der wird darauf laufen und das machen. Wenn nicht wirklich so sein. Modlin-Armee. Könnte natürlich auch die Modlin-Armee nach Warschau reintauschen, wenn wir jetzt diese Armee bombardieren und der ausreichend Schaden machen. Wäre schon schön, wenn wir hier irgendwie auch zumindest riskieren könnten, dem Schaden zu machen. Also würde ich sagen, wir bomben erstmal den und schauen, ob wir eben signifikant Schaden machen. Na gut, der Reiter lebt da natürlich noch ganz gut, aber gucken wir mal, was passiert. Jetzt hat man die Werte natürlich nicht gesehen, aber gut, die Armee wurde ordentlich getroffen, denn sie hat ihre Kontrollzone verloren. Der Panzer eigentlich auch über Lodz hinausfahren. Oder wir müssen dann ein bisschen gucken, wie wir hier die Front nachher zusammenbauen, dass uns nach Möglichkeit niemand einkesseln kann. Aber je näher in Warschau dran eigentlich, desto besser gemeinhin, solange man nicht gekesselt wird. Der Reihe 1. Ich bin geneigt, das zu machen, um diese Armee als Kampffaktor ausschalten zu können. Noch einen Stärkepunkt kann man jetzt auch nicht ändern. Also gut, könnte man schon. Aber jetzt geht es darum, jetzt würde er wahrscheinlich versuchen, der Modlin-Armee, die nach Warschau reinzutauschen. Das heißt, wir müssten eigentlich sehen, ob wir die noch schwächen können. Dann hieße, im Panzer vielleicht keine Gewaltfahrt mehr kriegen und die hier wirklich Posen an dieser Stelle abschneiden müssten. Wie auch immer noch den Bomber, wo man auch spekulieren kann, ob der einfach ein bisschen was macht. Irgendjemand nimmt es noch in die Stadt rein. Was vielleicht ganz okay wäre. Dass selbst wenn die hier irgendwas abschneiden, der Panzer zumindest aus Lodz versorgt werden kann. Wenigstens mit drei dann. Wäre nicht überragend, aber besser als nichts. So, du könntest da rein, ist halt auch, wo der Panzer hin kann. Das Spannende wäre, wenn der gleichzeitig hier hingeht. Wir dann hier eine Landverbindung haben und der andere Panzer hier drüben hinrast. Haben wir aber das Problem mit der Modlin-Armee. Unter anderem, weil die Kontrollzone hat. Kontrollzone wäre das Leben einfacher. Also hoffen wir mal, dass dieser Bomber vielleicht überdurchschnittlich kämpft, ist auch unterstellt. Naja, gut, der Kollege wäre zumindest auf dem 1-1. Und wenn dann die Kontrollzone weg ist, dann kannst du auch mit einem Bewegungspunkt weniger da drüben rein. Ja, das hätte jetzt besser nicht schief gehen sollen. Auch noch den mittleren Bomber, aber das scheint mir nicht so erfolgsversprechend zu sein. Das hätte jetzt mal besser klappen sollen, ehrlich gesagt. Ja, er hat ja auch keine große Chance, dran zu kommen. Und sonst. Und die hätten noch mal so auf den. Jetzt natürlich überdurchschnittlich, ist ja klar. Ja, und jetzt verleg hier den Weg. Sagen dann,
dann fährt der Panzer einfach nur so hier rein. Nein, es ist immer noch ein Panzer mit 5 Aktionspunkten. Und wenn wir den von hier drüben versorgen, dann hat er auch seine 5 Aktionspunkte. Und er hat jetzt nicht viele Einheiten, die noch eine Kontrollzone so richtig generieren könnten. Ja gut, dann halt keine Gewaltfahrt, einfach da rein. Ja, und du legst dich hier auch noch in den Weg. Dann hat er jetzt im Prinzip einen. Na gut, er könnte noch hier außen. Ne, das ist ein Wald. Das geht als Wald wegen dem ein bisschen da. Dann dürfte jetzt eigentlich keine Armee mehr wirklich vernünftig nach Warschau reinkriegen. Und dann sollten unsere Panzer das eigentlich abräumen können. Jetzt geht es noch darum, die Kessel überall zu stabilisieren und das so zuzubauen, dass wir versorgt sind und selber nicht eingekesselt werden können. Das heißt, du müsstest einmal hier rüber laufen. Jetzt ist der natürlich noch versorgt, merke ich gerade. Der natürlich nicht zu ist. Ach Mann, alles nicht aufgegangen, weil der eine dem den einen Schaden nicht gemacht hat und weil schon der erste Schlag der dritten Armee unterdurchschnittlich war. Wenn die Mutti Armee schlechter gekämpft hätte, dann wäre das jetzt alles besser. Ja, dann wäre das jetzt alles besser gewesen. Aber du kannst den hier jetzt auch nicht mehr umgehen, du. Oder wir müssen den halt vernichten oder den Reiter. Aber gut, du wirst hier trotzdem hier rauflaufen. Den vernichten, das passt, und zumindest Posen einschließen. Dann wird die Armee da nichts mehr anstellen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir nicht mehr nach Kutno kommen. Und selbst wenn der Versorgung hat, der wird nicht so viel anstellen können. So, du kannst jetzt zur Not auch über per Gewalt marschieren, dann passt du eben nochmal einen Treffer. Wenn immerhin auch ein Feld zurückwirft, wenigstens etwas. Du kommst hier nirgendwo richtig ran. Meinetwegen lauf irgendwie ein Stück. 2 zu 1. Müssen wir mal sehen, ihr könnt hier an der Seite gucken, ob ihr ein bisschen Ärger machen könnt. Es ist jetzt aber auch nicht übertreiben. So. Wie kriegen wir das jetzt versorgungstechnisch am besten hin? Also, der ist angekesselt, der ist angekesselt. Der könnte zwar mit der und Posen bringt so gut wie keinen Wert. Dem, da geht es leider gut. Das heißt im Prinzip, wir müssten das hier decken. Das Akku dann aber relativ ungefährdet hier drüben hinstellen. Wo es dann über die beiden Orte hier eine 10 generieren wird. Ja, deine Flugzeuge kannst du auch nochmal mitnehmen, zumindest optisch näher dran etwas, wenn wir die noch brauchen. So, Danzig ist auch, ja, Danzig ist wirklich unsere Achse 100%. Nur nochmal sicher gehen. Hier, da lässt sich jetzt auch nicht mehr viel machen. So, jetzt ist die Frage, wie wir diesen Panzer versorgt kriegen. Der wird natürlich ein bisschen Stress machen. Ja, mit 3 Stärkepunkten, aber hoffentlich auch nicht zu viel. Auch noch der Reiter, der kann auch noch Stress machen. Auch jetzt nicht zwangsläufig durch Schaden, aber einfach, weil er Geschwindigkeit hat und einem irgendwo reinreiten könnte. Und eigentlich müssten wir das Akku noch was vorziehen, aber wie willst du mal das hier draußen decken? Und 5? Ne, hättet ihr nicht erzählt, hier wieder durch falsche Gelände.
Also nicht da reinstellen, das Jagdflugzeug zum Beispiel da rein. Eine 6, aber eigentlich müssten wir noch näher ran, aber dann kriegt man hier Probleme. Dann könnte es noch auf das Feld. Ist ja gut, da reinstellen wäre es ja auch immerhin in einem Wald, so ein bisschen geschützt und insgesamt sind da ein paar Wälder. Die Armee kann auch maximal hier hin und das erscheint mir irgendwie die sinnvollste Position, um hier zu decken. Hat er nebenbei hier auch Kontrollzone? Ja gut, der wird da schon noch runterkommen. Naja, und die Armee muss wieder in Verbindung nach da drüben hinhalten. Die könnten halt schon noch Stress machen. Dann werden wir das Akku hier in den Wald stellen. Oder hier hin. Wir immer noch 6 Versorgungen da vorne. So, es ist eine halbwegs durchgehende Linie. Okay, die Armee hat natürlich einen Schlag. Mann, nur weil auch diese blöde Mordlin-Armee macht einem hier wieder alles kaputt. Du stellst dich da noch hier davor. Da ist ja auch ein Wald und die Straße läuft anders. Da käme man nicht mit zu vielen Einheiten rein. Wenn du dich in den Wald stellst, ich meine, dann kommen sie hier rüber. Und auf den Wald haben wir auch eine Kontrollzone. Könnte also echt nicht viel passieren. Das heißt, du gehst dahin und ach, das könnte man wahrscheinlich noch 3 Stunden angucken. Hätte können theoretisch. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach in dieser Position und hoffen, dass wir nichts übersehen haben. Und ja, die haben genervt. Ansonsten hätte jetzt auch jemand in Kutno stehen können, dann wären die komplett gekesselt und überhaupt nicht mehr das Thema gewesen. Aber positiv gesehen, er hat keine Armee mehr, die er nach Warschau bringt. Okay, er könnte die per Bahn reinfahren, die Krakow-Armee. Oder sagen wir, er hat keine Armee, die er durchtauschen kann, die dann direkt mit einem sehr hohen Verschanzungswert anfangen würde. Das kann man, denke ich, jetzt festhalten. So, ja, der Rest bewegt dann natürlich noch die Frage nach den MPP und wie man forscht. Also Panzerabwehrwaffen können wir rausnehmen. Seit dem letzten Update sind die ein bisschen günstiger geworden. Was eigentlich gut klingt, jetzt aber lästig ist, weil man wieder weniger MPP rausbekommt. Raketenwaffen auch ganz nett, aber es gibt wichtigere Sachen im Moment. Bin ich auch am Überlegen, das U-Boot kann eigentlich... Ich meine, seit dem letzten Upgrade sind U-Boote stärker geworden, keine Frage. Aber das ist auch etwas, was ich sonst auf später schieben würde. Nicht bei den Deutschen Vollgas in der amphibischen Kriegsführung geben und den Rest der Punkte sparen wir sonst, damit das mit der Industrie nächste Stufe 1 schon mal bald klappt. Und eigentlich das Hauptquartier kann sich hier auch schon mal langsam entfernen. Den Panzer kann auch der andere nehmen und die anderen Einheiten werden eh noch kaum an der Schlacht teilnehmen. Dann haben wir vielleicht einmal ein bisschen früher hier drüben, dann kann man da vielleicht auch ein paar schöne Schläge setzen. Weil die Frage ist, ob der Kollege hier nicht nur lieber noch seine Erdkampfwaffen kriegt. Das mehr Schaden. Demoralisierung. Der kann ja auch Warschau erreichen. Oder
sagen wir, das wird schon reichen. Weil, okay, könnt ihr die Armee per Bahn verlegen, aber die wäre halt dann halt echt nicht gut in Form. Auch dahin, aber hätten wir hier den eingekesselt. Der natürlich auch uns einkesseln, aber umgehen wir mal auf Nummer sicher. Nicht, dass er den vielleicht auch noch irgendwie hier sich das Bahnfeld mit irgendwem vielleicht auch noch zurückholt und dann uns den hier auch noch vor Warschau schmeißt. Ist vielleicht besser so und hoffentlich geht das jetzt nicht zu sehr schief. Frage 62 MPP. Schon alles gebrauchen, aber komm, Polen, das muss klappen. Du kriegst deine Erdkampfwaffen. Okay, dann schauen wir noch mal zu Italien rüber. Die sollen ja auch schöne Sachen forschen und ach, die Erdkampfwaffen könnt ihr euch eigentlich sparen. Vielleicht werde ich auch gerne amphibische Kriegsführung haben. Langstreckenflugzeug könnte ja wirklich noch nützlich werden, aber das verschwindet auch für die amphibische Kriegsführung. Naja, und die letzten Punkte könnt ihr vorläufig sparen. Aber können wir hier jedes Schiff schon mal irgendwie in einen Hafen stellen oder so? Jetzt zum Teil nicht einfach so rumstehen. Und ihr seid auch alle in Häfen, wo ihr repariert werden könnt, hoffe ich. Ja, das wird schon. Die restlichen Punkte sparen wir. Und mal sehen, ob die Flotte entdeckt wird und ob das in Polen aufgeht oder alles zusammengeschossen wird. Und das Sakuya. Haben wir mal halbwegs zeitig jemanden, der auch da drüben ist? Ich denke, die sind alle. Ich denke, wir können den Zug beenden. Die 7. Fliegerdivision. Achso, das sind die Fallschirmjäger. Die dürfen gerne in voller Stärke nachher kommen. Ja, 228, mit denen da übrig sind, ein bisschen was zum Arbeiten. Weiß, ob wir direkt schon was brauchen. Naja, Industrie und dann haben wir noch 60 über. Italien auch ein bisschen. Na gut, dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein. Und dann bis zur nächsten Folge. Bis denn.